Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Ja, mal gerade eine Sache, und zwar, falls ich mich etwas anders anhören sollte, kann es sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt meine Kopfhörer nicht aufhabe, denn ich habe momentan irgendwie an meinem linken Ohr, über meinem linken Ohr, so eine Art Pickel oder ich weiß nicht, was es ist. Es tut auf jeden Fall weh und man kann auch kaum den Kopfhörer auflassen. Ich muss mal schauen, inwiefern das da noch bleibt. Ja, aufnehmen will ich auf jeden Fall trotzdem weiter. Werde ich jetzt auch. Und ich habe mir überlegt, in dieser Folge schauen wir jetzt einfach, oder was heißt schauen? Wir begeben uns jetzt nach Sturmwind und werden dort dann weiter Quests annehmen. Denn von Sturmwind aus ist man einfach mobiler bekommen, schneller an zentrale Punkte ran, an die man schon doch rankommen muss, sag ich mal. Ja, und es gibt einen einfachen... Oh, ich habe mein Vampirfledermäuschen draußen, fällt mir gerade auf. Das habe ich noch vom Haustierkampf draußen. Mal hier freigeben. So, das machen wir hier weg. Was ich sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen. Yeah. Mit den zentralen Punkten. Hey, da gibt's was vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Aber da gehen wir auch mal ein anderes Mal hin. Werden wir auf jeden Fall noch oft genug mitbekommen, dass der Dunkelmond-Jahrmarkt ist. Momentan jetzt nicht so, nicht so relevant für uns. Wie gesagt, wir wollen jetzt nach Chateau Hurmwind. Und, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir müssen gucken, wo fährt schief nach Sturmwind. Wo ist dieses... Ja, keine Ahnung. Das war's, das Schiff? Ich habe einfach keinen Plan. Ich glaube, wir müssen die Wache mal fragen, ob dieses Schiff nach Sturmwind fährt. Hallo? Nee. Ganz ehrlich, dann helfen mir halt nicht weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches Schiff es war. Das hier sieht so verlassen aus. Da ist kein Captain drauf. Na. Ich glaube, es war doch das andere, das gerade da vorhin weggefahren ist. Mit dem wir eigentlich hier angekommen sind, aus Geneas. Aber ich glaube, das fährt auch nach Sturmwind. Ich habe mich da einfach total, ja, vertan. Naja, egal. Laufen wir mal auf die andere Seite. Und hoffen, dass das Schiff bald wiederkommt. Sollte normalerweise nicht so lange dauern. Hey, unser Walk kann übrigens ganz tolle Saltos machen. Ab und an. Wenn wir springen. Manchmal hat er Bock, manchmal nicht. Yay. So, das dürfte jetzt aber das Schiff nach Sturmwind sein. Das dann hier fährt. Ich kann mal gerade auf der Karte versuchen nachzubinden. Ja, ich kann euch generell mal die Karte zeigen. Das hier, da seht ihr, das ist Kalimdor. Kalimdor, die westliche Insel der von ganz Azeroth. Das wäre natürlich ganz Azeroth, was mittlerweile halt auch Nordend und Pandaria beinhaltet. Hier rechts sieht man halt das östliche Königreich. Dort befindet sich auch Sturmwind. Auf der Karte gesehen befindet sich Sturmwind hier. Da sehen wir es. Das ist die Karte von Sturmwind. Und da ich jetzt den Sound nicht an habe, oh, ja. Das ist, wie gesagt, das ist Azeroth. Da haben wir noch die Schabenwelt. Auch noch eine ganz große Welt, also es ist wirklich sehr groß alles, was man hier so sieht. So viele verschiedene Gebiete, die es hier gibt. Ja, das, was ich sagen wollte, ne, ich sehe gerade, da hinten fährt das Schiff nach Sturmwind. Das ist eindeutig ein Schiff, das aus Sturmwind kommt. Und da müssen wir hin. Schnell, Vorgi, sprinte! Komm schon, komm schon! Da reitet einer mit seinem Nachtsäbler hin. Der ist natürlich schneller wie wir. Hoffentlich erreichen wir es noch. Da der ist natürlich schon Level 51. Und er rennt wieder zurück. Mit Sprint. An uns vorbei. Ja, da sehen wir. Flugmounts kann man ja mittlerweile hier auch benutzen. Das wird aber erst viel, viel später. Zu unserem, naja, täglichen Gebrauch, sag ich mal. Sehen wir hier, er hat so einen schönen schwarzen Phönix.
Und er hier hat einen Frostwurm, also so einen Frostdrachen halt. Ein Frostbrutbezwinger. Weiß nicht, ich glaube, einen von denen habe ich auch. Irgendwo. Zeige ich euch mal bei Gelegenheit. Wenn ich irgendwann Flugmaus benutzen kann. Naja, so. Jetzt fahren wir, setzen wir schön über hier einmal nach Sturmwind. Wir brauchen damit schon sehr viel Zeit. Und ich kann euch mal zeigen, wie der Walk danced. Natürlich hat ja auch jeder seine Tanzanimation und da sehen wir unseren Walk schon super cool tanzen. Oh yeah. Naja, es sieht eher ein bisschen schwul aus. So, da sehen wir die Route, die wir jetzt fahren. Gott sei Dank müssen wir natürlich nicht die ganze Route wirklich fahren. In der Mitte hier sehen wir übrigens den Maelstrom. Das ist, naja, der Mittelpunkt der Erde. Da, dort, wo man gegen Todesschwinge kämpft, in dem Addon Cataclysm. Epischer Fight hier in der Mitte von dem Maelstrom. Aber werdet ihr vielleicht alles mal sehen. Eventuell vielleicht später mal mit meinem Main eventuell oder so mal schauen. Vielleicht kann ich dort mal so ein oder zwei Raid-Bosse oder sowas dann auch mal zeigen. Für die Leute, für die es ja, interessant ist, wo da Interesse besteht, könnt ihr mich ja alles mal wissen lassen. Könnt ihr alle mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf sowas Bock hättet oder ob das eher so gar nicht dann eures ist. So, jetzt komm bitte an. Das große X heißt übrigens da nicht, dass wir da buddeln sollen. Nein, das heißt es nicht. Das heißt nur, da ist unser Ankunftspunkt. Aber es will gerade nicht. Ja, es will gerade einfach nicht. Hat keine Lust mehr. Hätte ich aber auch nicht, ganz ehrlich. Wenn ich von so einem Lixi gespielt werden würde, hätte ich auch einfach keinen Bock. Ich würde einfach sagen, na, heute nicht, komm, muss ja nicht sein. Muss mich ja nicht zwingen lassen. So, jetzt sind wir hier in Sturmwind angekommen. Ging doch. Alter, das hat so lange gedauert, dass das Schiff schon wieder instant wegfährt. Aber okay. Ein DD All Tank und ein Heal vor Tod. Ab Magera. Klingt natürlich super. So, wie gesagt, wir wollen uns jetzt nach Sturmwind begeben. Also im Hafen von Sturmwind sind wir ja eh schon. Wir wollen jetzt nach oben und wollen uns dort mal unseren Heimatpunkt einrichten, damit wir auch immer wieder hier schön nach Sturmwind zurückkommen können. Denn Sturmwind ist halt einfach die zentrale Stadt der Allianz, was man sicherlich schon merkt. Ich glaube, in der Folge machen wir einfach mal eine kleine Rundführung durch Sturmwind. Also, wie man sieht hier, ich begebe mich jetzt mal gleich hier ein bisschen höher, da sieht man den kompletten Hafen von Sturmwind. Da legen Schiffe von einigen Orten an, fahren ab, fahren nach Nordend. Und solche ähnlichen Sachen. Ja, man sieht hier auch überall riesige Löwenskulpturen. Man sieht einfach, der Löwe ist das Logo der Allianz. Sozusagen, kann man sagen hier. Ja. So, wir schauen uns hier mal ein bisschen weiter um. Vielleicht kann ich euch noch so die ein oder anderen Sachen hier zeigen. Da haben wir den großen Friedhof von Sturmwind, wo viele Leute begraben sind. Auch, ich glaube, mich zu erinnern, dass hier auch Story-Hintergrundmäßig jemand begraben liegt, von dem man hier ein bisschen was erzählen könnte. Wenn ich denn die Informationen von ihm habe, ja genau. Da vorne ist ja ein großer Altar errichtet. Schauen noch mal, wer hier liegt. Ich glaube, es dürfte Sturmwind selbst sein oder jemand, der auf jeden Fall der Gründer von Sturmwind war. Denkmal von Tirith, das ist der Gründer von dem, oder beziehungsweise der nach dem der Wight von Elwyn. Nein, Quatsch. Tiffen, Elarion, Rin. Das ist einer der Vorfahren von der Rin-Familie. Und hier. Tirith, Elarion, Rin, König von Sturmwind, schön und gütig. Scharfer Geist, süßes Lächeln. Möge das Licht von eurer Wärme durchflutet werden, denn unsere Welt erkaltet ohne euch. Ja, da sehen wir es, das war früher der König von Sturmwind. Heute ist Sturmwind natürlich immer noch im Besitz der Rin-Familie.
mittlerweile von genau. Ich wollte schon sagen Varius Rin, aber er heißt nicht Wach. Wie heißt er denn jetzt noch? Ja. Jetzt fällt ich selber schon rum. Ich weiß, dass ich den Namen eigentlich weiß, aber ich komme gerade nicht drauf. Varian, genau. Varian Rin heißt er. So. Genau. Kurzer Aussetzer hier mal. So. Wie gesagt, hier kann man ein bisschen was zu Sturmwind, kann ich allgemein später mal ein bisschen mehr noch erzählen. Auch inwiefern Sturmwind mal in den Kriegen gelitten hat, die alle hier vorübergezogen sind. Mittlerweile Sturmwind ja wieder eine Stadt, die aufstrebt, die wieder neu aufgebaut wurde. Hier übrigens sieht man aber auch noch das alte, ich weiß nicht mehr, was das für ein Viertel war. Magierviertel war es nicht, es war ein anderes Viertel, es war das Viertel der Druiden und sowas, komplett weggebombt von der Horde. Horde hat hinterhältig halt Sturmwind angegriffen und hat hier einen riesen Krater halt errichtet, sozusagen. Ja, hier laufen wir gerade mal über den Kathedralenplatz. Hier sieht man die wunderschöne große Kathedrale von Sturmwind. Auch ein sehr wichtiges Gebäude mit wichtigen Menschen drinne. Können wir auch mal kurz reinschauen. So, dieses Aufbauschema der Gebäude werdet ihr noch des Öfteren sehen. Viele Gebäude sind desgleichen aufgebaut. Bruder Joshua steht hier drinne und wir haben hier sogar Messdiener, die hier rumlaufen. Thomas, der kleine Messdiener, der wahrscheinlich von Bruder Johann vergewaltigt wird. Nein, wollen wir es mal nicht hoffen. Ja, hier übrigens, also dass die Kathedrale auch ein Zufluchtpunkt oder ein Punkt für Paladine und Priester, um dort zu beten, zu lernen und ihre Fähigkeiten zu erweitern, sage ich jetzt mal. Wir wollen ja mal ganz klug klingen und so. Genau. Hier haben wir ein Waisenhaus, da sah man es gerade hier, da sind viele Kinder rumgelaufen. Schauen wir mal weiter. Wir laufen jetzt mal gerade durchs Zwergendistrikt. Da können wir uns auch mal kurz was anschauen. Zwergendistrikt natürlich gehört mittlerweile den Zwergen, oder beziehungsweise dort sind die Zwerge, haben sich dort niedergelassen, gemeinsam auch mit den Gnomen. Das ist so mehr der handwerkliche Teil der Stadt. Dort sieht man natürlich das sieht man hier eigentlich schon, dass das hier alles mehr nach Arbeit aussieht. Nach schwerer körperlicher Arbeit, nach männlicher Arbeit. Ja, hier haben wir übrigens auch eine Bank und ein Auktionshaus. Werden zu späteren Zeitpunkten auch mal alle noch von uns aufgesucht. Eine Sache möchte ich euch jetzt mal gerade zeigen, oder ich hoffe, dass es das war. Bin mir gerade nicht sicher, und zwar, wenn man hier diese drei Bankiers... Genau. Wenn man sich diese drei Bankiers hier anschaut, ergeben die, haben sie einen hier, Lee Crester heißt der eine. Er heißt Curtis Crester und er heißt Jamie. Aber zusammen ergeben sie Jamie Lee Curtis, benannt nach der Schauspielerin Jamie Lee Curtis. Und Jamie, oh mein Gott, das ist ja auch zufällig mein Name, genau so heiße ich. Für die es sich noch nicht wussten, dürfte aber das ein oder andere Mal mittlerweile schon gefallen sein. Hier haben wir Leslie Ann Warren, keine Ahnung, ob das eine Person ist oder ob das jetzt einfach nur zufällige Namen sind. Ja, was hier sehen wir mit Hexer mit einem sehr schönen Gear. Also das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich finde, das sieht ziemlich stylisch aus. Hat schon was. Ja. Wir begeben uns weiter, laufen hier nochmal ein bisschen weiter durch das Zwergendistrikt. Hier sieht man den Eingang zur Tiefenbahn. Ja, die Tiefenbahn. Da kann man nach Eisenschmiede rüberfahren, zur Hauptstadt der Zwerge. Ein schöner Tunnel, den die Zwerge selbst gebaut, also gegraben und gebaut haben, die Tiefenbahn. Super Zuflucht, also super Verbindung halt auch, verdammt schnell. Zwar mittlerweile nicht mehr so schnell, wie die Greifen es sind, aber schnell. Und früher ein sehr, sehr beliebter Gangpunkt für die Horde. Dort war die Horde oft
sehr oft zugange, kam durch diesen Tunnel oder hat sich durch diesen Tunnel einen Weg nach Eisenschmiede verschafft, weil Eisenschmiede früher schwer zu bezwingen war. Mittlerweile leicht. Früher war es aber doch sehr schwer hineinzukommen. Ja, so, und jetzt sehen wir hier schon Varian Wrynn, seine Statue, sein Denkmal, das hier aufgebaut ist. Lucian Trenna und Nanai oder wie auch immer sie heißen mag. Keine jetzt besonderen Persönlichkeiten, die man kennen müsste. Aber dort oben sehen wir gleich und werden auch gleich jemanden wieder treffen, den wir schon gut kennen. Eine Königswache von Sturmwind. Und da sehen wir ihn schon. Hier, der Name ist schon im Anschlag. Dort steht einfach König Ghen Graumenne. Direkt neben Varian Wrynn, dem König von Sturmwind, dem Herrscher der Allianz. Der Boss, der Big Boss, der Daddy der Allianz, kann man sagen. Ich blende mal gerade hier das Interface aus, um ihn einfach mal jetzt näher zu zeigen. Hier, Varian Wrynn, eine sehr, sehr, wirklich eine sehr interessante Person und auch bedeutende Person für die Allianz. Damals ein einziger Gladiator gewesen, der um sein Überleben kämpfen musste. Heute jetzt König von Sturmwind und wirklich ein Heerführer über eine Streitmacht, die man sich so kaum vorstellen kann, was Storytechnisches angeht. Es ist unglaublich. Ja, wie gesagt, König Ghen Graumenne hier auch niedergelassen neben Varian, der ebenfalls hier im Sturmwind für Zucht und Ordnung sorgt. Ja, haben wir den beiden jetzt mal Besuch erstattet. Ich denke, wir schauen jetzt uns mal noch die Altstadt noch kurz an, das Handelsdistrikt und das Magierviertel lassen wir jetzt diesmal außen vor. Das ist jetzt nicht so relevant, dass man sich das unbedingt anschauen müsste. Machen wir hier einfach mal einen kleinen Sprint-Spaziergang. So. Mit Mount wäre das natürlich alles viel, viel interessanter und viel toller und viel schneller. Ach, guckt mal. Chichito. Da läuft Chi. Ach nee, Krito. Krichito. Wie auch immer. Die haben ja teilweise so einen Namen, den man nicht aussprechen kann. Und Brunnen-Goldbrecher, ein alter Penner, der hier einfach rumliegt. Ich kann mich damals erinnern, ich habe hier in Sturmwind ein ganz tolles Erlebnis gehabt, als ich noch gar nicht lange WoW gespielt hatte. Habe ich hier durch Zufall irgendwann mal einen riesigen Alligator hier unten getroffen, gesehen. Der war ein Rare-Mob, also ein seltener Mob, der einfach hier gespawnt ist dann und den man umklatschen konnte. Ich war damals so leider viel zu low, um das zu checken, was man dafür braucht. Oder was man da veranstalten muss, um so einen Mob zu kloppen. War halt damals Level, keine Ahnung, 30 oder so. Das war mein erster Charakter, keine Ahnung vom Spiel gehabt. War schon äußerst interessant. Und naja, dieses Riesenkrokovieh hat mich dann auch erstmal umgeboxt. Kann man sich natürlich vorstellen. Ja, hier sieht man jetzt die Altstadt mit schönen alten Häusern hier. Und hier ist übrigens so der Kampfplatz. Entschuldigung. Ich muss hier kurz scannen. Der Kampfplatz von Sturmwind. Hier sieht man, können Leute ihre Fähigkeiten an den Puppen trainieren, ihren Damage mal testen, Skillungen ausprobieren und hast du nicht gesehen. Kann man alles an diesen Trainingspuppen machen, die niemals sterben. Hier haben wir übrigens dann den Reitlehrer, bei dem wir uns später das Reiten abholen. Oder bei dem wir das Reiten lernen, besser gesagt. Ja, hier dann noch die Händler für PvP, also PvP. Spieler gegen Spieler. Hier kann man sich ausstatten. Hier Ich gibt habe die alles, beste was das Herz Waffe. begehrt. Alle Zeit schöne, der Ruhe. epische Sachen, die für uns jetzt noch unerreichbar sind. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Abstecher zum Handelsdistrikt und dann war's das schon wieder für die Folge. Dann habe ich echt 20 Minuten damit zugebracht, nur ein bisschen zu labern und das ohne Kopfhörer und ohne alles. Ohne dass wir überhaupt irgendwas Interessantes gemacht hätten. Eine Was süße führt euch Nachtelfe, hierher? Leria Nachtwind, sitzt hier rum. Ups, da wäre ich schon beinahe in den Fluss gefallen. Schnell, Wer schnell. ist Gavin Malsberry? Ein Borg, der sich hier ein bisschen
durch die Gegend schleicht. So, und dann haben wir hier das Handelsdistrikt. Das Handelsdistrikt, oder eigentlich so der Hauptpunkt, wo Leute in Sturmwind rumgammeln, abhängen, wenn sie nichts zu tun haben. Auf dem Server hier sehr leer, wirklich sehr, sehr leer. Auf meinem Server verdammt verhurt voll. Also da sind so viele Menschen, das ist unfassbar. Eggwin halt noch einer der vollsten Server, kann man sagen. Auf jeden Fall auf Allianzseiten, wenn nicht sogar der vollste. Ja, hier halt auch wieder ein Auktionshaus. Da hinten noch eine Bank und hier das Gasthaus. Und ich würde sagen, wir lassen es auch hier im Gasthaus schön enden. Wenn... da ist sie. Wir holen jetzt auf jeden Fall noch den Heimatort hierher, damit unser Ruhestein uns immer hierher bringt. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao!